Hallo YouTube, hier ist eure Zelda. Und eigentlich sagt das die Miyuki, aber egal, zu solch später Stunde. Und Zelda denkt sich, hä, was ist das denn für ein hoher Ton? Ja, also, zu so später Stunde. Ich habe gedacht, ich warte mal, bis Zelda wach ist. Wir haben gerade 8:30 und jetzt ist sie wach und wieder quicklebendig wie sonst jede Nacht, in der sie versucht auszubrechen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Naja, ich habe mich gerade geduscht und war in der Wanne und so, deswegen sehe ich nicht allzu wirklich filmtauglich aus, aber Zelda ist wie immer bildsüß und toll und leider spiegelt das aber auch egal. Ihr seht schon am Titel des Videos, dass jetzt die Auflösung des Gewinnspiels kommt, wobei ich sagen muss, dass ich womöglich, ich glaube, 45 Minuten gebraucht habe, bis ich erstmal alle Namen aufgeschrieben habe, weil ich die in so einem Lostopf getan habe. Und dann habe ich wirklich jedem die Chance gegeben. Heißt also, das war egal, ob ihr jetzt einen langen Kommentar geschrieben habt oder nicht. Ihr seid alle mit in den Lostopf gekommen. Und ich muss sagen, ich musste auch manche Kommentare ausschließen, weil welche nicht geschrieben haben, welches Paket oder sonst was. Natürlich, ich habe, also wenn welche zweifach geschrieben haben, ja und Paket das habe ich natürlich, aber wirklich einige User haben geschrieben, ja, Zelda ist süß, weil und sie haben kein Paket dazu geschrieben. Ist ja schade, aber gut, das ist leider so und dann seid ihr halt ausgeschieden dafür und. Ja, hier kann ich ja nochmal sagen, Zelda ist ein weiblicher Dzungarischer Zwerghamster. Weiblich, weiblich, weiblich. Also es ist nicht der Zelda, wobei auch jeder Spieler und Gamer dieser Welt wissen sollte, dass Zelda nicht der Link ist, sondern Zelda die Prinzessin aus Zelda und das dementsprechend heißt, dass es weiblichen Geschlechts ist. Also mein Hamster ist ein Weibchen, heißt also ein Mädchen und das heißt dann die Zelda und sie und nicht er. Da fühle ich mich schon ein wenig verarscht, vor allem weil, ja, vor allem weil ich auch ein menschliches Wesen bin und weiblich und das heißt, dass man nicht in den Kommentaren schreiben sollte, ich dachte eigentlich, du wärst ein Junge, weil ich so eine seltsame tiefe Stimme habe. Ja, ich habe eine sehr angenehme tiefe Stimme als Frau, aber Zelda ist wieder so fingergeil. Nein, warum bist du nur hier? Geht's dir gut? Zelda? Zelda, kopieren. Ja, der geht's doch gut. Boah. Heiliger. Naja, ich sollte der Zelda mal eben hier. Ein Leckerchen geben, das werde ich auch tun. Die ist nämlich wie immer total freudig da drauf. Her, hier. Komm her. Mii. So. Super. Schmeckt's? Sie bringt es direkt an einen sicheren Ort, wo sie es fressen kann. Wie schon gesagt, es gab sehr viele Kommentare. Sehr viel wurde geschrieben und ich muss da mal sagen, danke für über 3000 Abonnenten. Momentan sind es 3200 oder 3300 sogar. Also von daher, da kann ich mich gar nicht absehen dran. Das ist unheimlich, sag ich mal, unheimlich überspektakulär, wie toll ihr meine Videos findet. Und ich hoffe, dass ich bald auch zu einem Netzwerk wechseln kann, wo ich auch mehr meiner Spielvideos hochladen kann, weil mich das echt nervt, dass ich momentan nur Haunting Ground schaffe. Haunting Ground ist ja schon beendet, ich meine Shadow of the Colossus. Und ja, ich will nicht lange hier noch rumerzählen, denn auch wenn jeder einzelne Kommentar, den ihr mir geschrieben habt, in den Kommentaren zur Verlosung echt toll war, hier sind die beiden Zettel. Zelda, guck mal hier, Zettel. Zettel! Oh Gott, Zettel, die sind so toll. Die gewonnen haben, ist unfassbar, wie mein Hamster wieder reagiert. Aber ich werde es am Ende des Videos einfach mal. Ey, du bist der bescheuertste Hamster, den ich je kenne. Einfach mal auslosen und wir werden jetzt sehen, wer diese zwei Pakete gewonnen hat. Ich möchte hier nochmal wiederholen, dass das alles total Zufallsprinzip war und ich auch wirklich das jetzt genauso vorlese, wie derjenige oder der Teilnehmer das geschrieben hat. Also, Paket 1 geht an Trommelwirbel, Waschmaschinenintelligenz. Obwohl ich nicht wusste, dass Waschmaschinen Intelligenz haben, aber das haben sie. Also, Paket 1. Zelda ist so süß, weil sie total kamerageil ist, zutraulich und eins der süßesten Tierchen ist, die ich je gesehen habe. Sie läuft immer so süß im Käfig herum und ist bei dir einfach super glücklich. Ihre kleinen Ohren, ihr flauschiges Fell, bei diesen Augen schmelzt sich dahin. Herzchen. Außerdem liebe ich einfach deine Videos und eine der besten und liebsten YouTuberinnen. Dankeschön. Ich freue mich jeden Tag auf neue Videos, auch Let's Plays, und verfolge das, was du auf FB alias Facebook postest, mit Freude. Außerdem Glückwunsch zu deinen 3000 Abos und ich und wünsche dir noch viele mehr
denn du hast sie verdient, Herzchen. LG von Laura und Muffin. Irgendwas mit sie. Ja, liebe Laura und Muffin, alias Waschmaschinenintelligenz. Herzlichen Glückwunsch, du hast von Paket 1 bist du die Auserwählte und hast es gewonnen. Es wäre schön, wenn du mir dann in YouTube deine Adresse und alles schickst. Und wie gesagt, das war alles Zufallprinzip. Ich habe wirklich einfach gezogen, alles super durchgemischt. Und also ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich werde irgendwann noch eine Verlosung machen. Aber bis dahin werde ich erstmal die nächste Abo-Marke erreichen müssen. Und gehen wir dann mal rüber zum Paket 2. Der nächste Gewinner hat auch wieder so einen riesen Text geschrieben. Ey, da habe ich schon gedacht, oh Gott, das kann nicht sein, dass ich das vorlesen muss. Aber es ist wahr. Und zwar geht das zweite Paket an Adelina Prezer. Ich hoffe, ich werde deinen Namen richtig irgendwie formulieren, weil ich kann ja nicht alles richtig wissen. Ja, und zwar ist es Paket 2. Ich finde Zelda süß, weil sie ein Hamster ist. I heart Herzchen Hamster. Sie, wie gesagt, sau süße Augen hat. Punkt, Punkt. Sie erinnert mich immer daran, dass ich mit meinem Hamster spielen sollte. Großen Dank an euch beide. Herz, Herz, Herz. Ohne euch wäre mein Hamster nie im Leben zahm geworden. Sternchen. Und Smiley. Aha. Weil sie, wie mein Goldhamster, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Meine Flocke ist mein Ein und Alles. Ja, meine Zelda aus. Sie mega niedliche Füßchen hat. Etwas Unpassenderes, einen saugeilen Käfig hat. Aha. Der Name ist geil. Ich mag eher seltene Tiernamen. Ich übrigens auch. Sie die Weltherrschaft an sich reißen will und wie sie das will. Sie mich immer an mich und Flöckchen erinnert. Tut mir leid, dass ich dich so volltexte. Ja, und ich lese das jetzt gerade auch noch vor. Ich habe leider kein Facebook, aber Google Plus. Und wenn ich gewinne, ich darf hier auch mal eben kurz erwähnen, dass ich die ganzen, die mir bei Facebook gesagt haben, ja, ich möchte mitmachen, die habe ich auch in den Lospot getan. Also keine Sorge, ihr wart auch dabei, weil mir ganz viele PNs geschrieben haben und ich euch auch darin verlost habe. Also keine Sorge, ihr wart auf jeden Fall dabei und hattet auch die Chance. So war ich jetzt gerade. Irgendwas mit Google Plus und ich gewinne. Und ich gewinne. Ha! Und ich finde deinen Kanal einfach total cool, nicht nur wegen deinen Tiervideos. Wenn mein Deutsch Schrott ist, tut mir leid. Ja, da kann ich nur eins sagen, bitte versuche bei den nächsten dann weniger Rechtschreibfehler zu machen. Ja, okay, ich glaube, ich bin fertig mit sinnlosem Gelaber, das hat sie gesagt. Die Idee mit der Verlosung ist cool. Ich hoffe, das ist jetzt plattdeutsch, ich hoffe, dass, aber sie hat das geschrieben, ich hoffe, dass du weiterhin erfolgreich bist und sorry, dass es so lang wurde. Sie hat darunter noch was geschrieben, aber ich denke mal, das ist das, womit sie dann eigentlich antreten wollte. Und ja, du hast auch gewonnen, Paket 2, wie bei dem ersten Paket. Bitte benachrichtige mich mit deiner Adresse, damit ich das schicken kann zur allgemeinen Information. Ich werde die Pakete dann so am Ende des Monats irgendwann rausschicken können. Die werden dann mit der Post einfach dann bei euch innerhalb einer Woche oder so dann ankommen. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß dabei. Dazu kommt noch eine kleine Zelda-Zeichnung von mir, die werde ich dann extra anfertigen. Ich werde sie auch noch für die anderen Fans in Facebook dann stellen. Und ich sage nochmal, vielen Dank für 3000 Abonnenten, Leute. Schaut weiterhin meine Videos. Ich mache immer noch Tiervideos und Let's Plays, hoffentlich dann auch, wenn das jetzt mit dem Netzwerk funktioniert. Und ich sag dann mal, auf Wiederschauen.